Hallo zu meinem nächsten Video zu den Bucharten. In diesem Video habt ihr die Möglichkeit, die Beispiele selbst zu lösen. Und anschließend werde ich euch den Lösungsweg zeigen. Fangen wir an. Hier sollt ihr den unechten Bruch als gemischte Zahl darstellen. Wenn ihr die Beispiele schon selbstständig lösen könnt, dann drückt jetzt auf Stopp. Und nun zeige ich euch die Lösung. Wir haben hier 17 Achtel gegeben. Diese 17 Achtel habe ich einmal in Kreisen dargestellt. Das sieht dann so aus. Um den unechten Bruch nun als gemischte Zahl umzuschreiben, kann man entweder die einzelnen Teile abzählen. Wir haben hier zwei ganze ausgemahlene Kreise und hier haben wir noch ein Achtel. Das bedeutet, unsere gemischte Zahl wäre zwei Ganze und ein Achtel. Eine andere Möglichkeit wäre noch, sich den Bruch als Division zu betrachten. Dazu müsst ihr euch nur überlegen, wie oft geht die 8 in 17. Das sind genau 2 und übrig bleibt ein Achtel. Also haben wir hier wieder 2 Ganze und ein Achtel. Der nächste unechte Bruch ist 10 Viertel. Dazu habe ich mir wieder Kreise dargestellt. Das sieht dann so aus. Hier haben wir wieder 2 ganze ausgemahlene Kreise. Und 2 Viertel. Also wäre schon einmal unsere gemischte Zahl 2 Ganze und 2 Viertel. Oder ihr schaut euch den Bruch wieder als Division an und überlegt euch, wie oft die 4 in die 10 reinpasst. Das sind genau 2. Und der Rest, der übrig bleibt, sind 2 Viertel. Also ist unsere gemischte Zahl 2 Ganze und 2 Viertel. Wenn ihr euch das noch genau anschaut, erkennt ihr sicher, dass diese 2 Viertel ja auch eigentlich ein Halb sind. Also kann man unsere gemischte Zahl auch als 2 Ganze und ein Halb anschreiben. Bei diesen Beispielen sollen wir eine gemischte Zahl als unechten Bruch darstellen. Falls ihr die Aufgabe schon selbstständig lösen könnt, dann drückt jetzt auf Stopp. Und hier kommen die Lösungen. Hier haben wir einmal 3 Ganze und 2 Drittel gegeben. Ich habe mir das wieder mit Kreisen grafisch dargestellt. Das sieht dann so aus. Also ich habe 3 ganze Kreise und noch 2 Drittel. Bei diesem Beispiel habt ihr die Möglichkeit, euch zuerst den Nenner zu betrachten. In dem Fall sind es Drittel. Die bleiben ja gleich, auch wenn man das als unechten Bruch anschreibt. Und für den Zähler müsst ihr nur die einzelnen ausgemahlenen gleich großen Teile abzählen. Die zweite Variante wäre, ihr überlegt euch, wie viel hier ein Ganzes genau ist in Bruchschreibweise. Das sind hier 3 Drittel. Und wir haben ja insgesamt 3 davon. Das bedeutet, wir können hier 3 mal 3 rechnen, sind dann insgesamt 9 Drittel. Also diese 3 Ganze sind 9 Drittel. Und dann noch die 2 restlichen Drittel dazu addieren. Dann kommen wir auf insgesamt 11 Drittel. Im nächsten Beispiel haben wir ein Ganzes und 5 Zwölftel. Ich habe es nun wieder als Kreis grafisch dargestellt. Das sieht dann so aus.
Ich habe hier natürlich wieder 12 gleich große Unterteilungen, die unsere Nenner darstellen sollen. Und um den unechten Bruch anzuschreiben, müsst ihr für den Zähler nur die ausgemahlenen Teile abzählen. Die andere Variante wäre, wir betrachten uns einmal, was hier ein Ganzes ist. In dem Fall wären es 12 Zwölftel, die ja hier dargestellt werden. Und diese 12 Teile können wir nun mit 1 multiplizieren, das ergibt 12, und addieren noch die 5 restlichen Zwölftel dazu und kommen dann auf insgesamt 17 Zwölftel.